Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 13, das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung zum zweiten Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum Vollzug von Aufgaben auf den Gebieten des Veterinärwesens und so weiter und so fort. Berichterstatterin ist die Kollegin Arnold. Kollegin Arnold, ihr versperrt mir gerade ein bisschen den Blick hier. Ist sie denn da zur Berichterstattung? Wunderbar, da kommt sie. Wunderbar. Ja, ich lege es mal alles hin. Ich habe es im Griff. Ich hätte das auch hier, Kollegin Arnold. Kein Problem. Ich habe das hier, natürlich. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich bitte herzlich um Entschuldigung. Beschlussempfehlung und Bericht Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz zum Gesetzentwurf der Landesregierung, zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum Vollzug von Aufgaben auf den Gebieten des Veterinärwesens und der Lebensmittelüberwachung, Drucksache 19/1054. Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. CDU, Bündnis 90 die Grünen gegen SPD, AfD die Linke, Enthaltung der Freien Demokraten. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Arnold. Damit eröffne ich die Aussprache und darf als erste Rednerin das Wort erteilen der Kollegin Funken für die Fraktion der CDU. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Gesetz zum Vollzug von Aufgaben auf den Gebieten des Veterinärwesens und der Lebensmittelüberwachung regelt die Grundlage des Vollzugs in den bezeichneten Aufgabenbereichen. Das Gesetz soll verlängert werden und in wenigen Punkten angepasst werden. Erstens wird der Vollzug der Aufgaben in den Bereichen der Ernährungssicherstellung und Vorsorge neu in das Gesetz aufgenommen. Aber die entscheidende Änderung, über die wir heute sprechen, ist die von der Landesregierung geplante Aufhebung des § 2 Absatz 2. Der Absatz regelt bisher, dass die Aufsichtsbehörden dem Kreis oder der kreisfreien Stadt nur im Einzelfall und nur ausnahmsweise bei drohender Krisengefahr und in Fällen von kreisübergreifender oder besonderer Bedeutung Weisungen erteilen und deren Befugnisse ausüben dürfen. Aus diesem Wortlaut wird deutlich, dass die Möglichkeit der Einflussnahme durch die Fachaufsicht eingeschränkt ist und einen Interpretationsspielraum zulässt. Dies kann zu unterschiedlichen Beurteilungen von Situationen führen. Und genau das schafft im Zweifel in entscheidenden Fragen Unklarheiten. Gerade aber in diesem für uns allen sensiblen Bereich ist es wichtig, dass beim Bekanntwerden von möglichen Risiken für den Verbraucher umgehend gehandelt wird. Wir können und dürfen uns diese Unklarheiten in diesem Bereich nicht leisten. Die kommunale Ebene führt ihre täglichen Aufgaben in den allermeisten Fällen sehr gut und vorbildlich aus und wird dies auch weiterhin tun. Wir müssen uns aber klarmachen, dass ein Abbau von bürokratischen Hürden und kürzere Reaktionszeiten für einen effektiven Verbraucherschutz notwendig sein können. Durch die Aufhebung der Einschränkungsregelung hat die Fachaufsicht zukünftig die Möglichkeit, schnell einzugreifen und die unteren Ebenen direkt zu unterstützen. Der Fall Wilke hat uns kürzlich gezeigt, dass das Thema Lebensmittelsicherheit unsere volle Aufmerksamkeit verdient. Es ist natürlich klar, dass dieser Gesetzentwurf alleine nicht die ausreichende Konsequenz aus den Erfahrungen sein kann. Es stimmt, dass alleine diese Gesetzesänderung auch den Fall Wilke nicht verhindert hätte. Das hat auch nie jemand behauptet. Aber die Stärkung der Beweisungsbefugnis ist eine der Maßnahmen, die ergriffen werden müssen. Wir tun allerdings noch viel mehr, wie z.B. rechtliche und personelle Stärkung der Fachaufsicht.
bessere und einheitliche Kriterien zur Risikoeinstufung und für amtliche Kontrollen, gemeinsame Ausbildungsstandards, was sehr wichtig ist, und viele weitere Schritte für mehr Sicherheit für unsere Verbraucherinnen und Verbraucher. All das setzen wir in vielen Maßnahmen um, um die amtliche Lebensmittelkontrolle und das Zusammenwirken von Eigenkontrollen und amtlicher Kontrolle auf verschiedenen Ebenen zu verbessern. Wenn die Regelung auch nur in Einzelfällen zu Unklarheiten, Reibungsverlusten oder zu Verzögerungen geführt hat, dann muss im Sinne einer effizienten Überwachung gestrichen werden. Unterm Strich bedeutet das, dass die Aufhebung des Absatzes künftig alle Beteiligten auf den verschiedenen Verwaltungsebenen eine erhöhte Rechtssicherheit gibt und ein besseres Verständnis der Befugnisse für Zuständigkeiten. Für uns als CDU steht die Sicherheit der Verbraucherinnen und Verbraucher immer im Mittelpunkt. Da wichtige Mechanismen der Lebensmittelkontrolle durch die Streichung dieses Absatzes faktisch gestärkt werden, werden wir dem Entwurf der Landesregierung zustimmen. Herzlichen Dank, und zur fortgeschrittenen Stunde schenke ich uns die restliche Zeit. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Funke. Damit haben Sie sich überdies sehr beliebt gemacht. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die Fraktion der Linken ist der Kollege Felstehausen. Soll es Geschenke geben? Wir schauen mal, was es für Geschenke und für wen gibt. Herr Präsident, es gab viele gute Ratschläge zu Anfang. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste! Im Fall Wilke kam es zu einem mehrfachen Behördenversagen im Umweltministerium, im Regierungspräsidium Kassel und im Landkreis. Zweitens, und deshalb werden wir dem Gesetz auch nicht zustimmen können. Zweitens greift der vorliegende Gesetzentwurf viel zu kurz und trägt auch in keiner Weise zu einer Verbesserung in Krisensituationen dabei. Er gehört in die parlamentarische Altpapiertonne. Und drittens ist die Aufarbeitung des Falls Wilke noch lange nicht abgeschlossen. Und dazu möchte ich im Folgenden einiges ausführen. Aus dem Gammelwurst, aus dem Listerien- und dem Behördenskandal, und alles drei ist zutreffend, hat die hessische Umweltministerin als zentralen Schluss gezogen, dass es in ihrem Haus an einer Entscheidungsgewalt mangele. Um durchgreifen zu können, wie es nötig gewesen wäre, hätte sie die nötigen Weisungsbefugnisse nicht gehabt, hat Frau Priska Hinz sehr früh zu ihrer Verteidigung vorgebracht. Aber in der Anhörung, in der sehr, sehr viele Experten sich dazu eingelassen haben, in dieser Anhörung, die zu einem Tribunal für die Ministerin geworden ist, ist nicht eine einzige Stellungnahme zu dem Schluss gekommen, dass die vorliegende Gesetzesänderung in Zukunft einen Fall wie Wilke verhindern würde. Beratungsresistent wollen aber CDU und GRÜNE an dieser Stelle diese Gesetzesänderung trotzdem durchziehen. Der Landesverband der Amtstierärztinnen und Ärzte sieht in seiner Stellungnahme den Schluss, ich zitiere, somit war es den Aufsichtsbehörden im Fall Wilke jederzeit möglich, dem zuständigen Landkreis Weisungen zu erteilen und die Befugnisse auszuüben. So steht es im Gesetz, Frau Ministerin. Und bei einer Krisengefahr, und ich glaube, im Fall Wilke war nicht nur eine Krisengefahr gegeben, sie war kreisübergreifend und sie war auch von besonderer Bedeutung. In einer solchen Situation hätte das Hessische Umweltministerium als Fachaufsichtsbehörde alle Weisungsbefugnisse gehabt. Wenn jetzt behauptet wird, wir bräuchten diese Gesetzesänderung, weil diese Weisungsbefugnisse gefehlt hätten, dann ist dies eine reine Schutzbehauptung. Was gefehlt hat,
Was gefehlt hat im Umweltministerium, das war die Fähigkeit, eins und eins zusammenzuzählen und die drohende Krisengefahr zu erkennen. Da hat die Fachabteilung ihres Ministeriums schlicht und ergreifend versagt, und das ist Teil der Verantwortung, die Sie, Frau Hinz, an dieser Stelle zu tragen haben. Anfang März wird das Hessische Umweltministerium vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit über eine Serie von Listerioseerkrankungen mit Todesfällen, die einem bestimmten Typ Sigma I zugeordnet werden können, informiert. Das ist zweifelsohne ein außergewöhnliches Ereignis. Im April informiert das Veterinäramt Balingen aus Baden-Württemberg die Firma Wilke, den Landkreis und das Hessische Umweltministerium, dass Listerien in einer sehr hohen Konzentration auf Produkten der Firma Wilke gefunden wurden. Drei Wochen vorher kam eine ähnliche Meldung aus Hamburg. Da, spätestens da, hätte im Hessischen Umweltministerium der Verdacht aufkommen können, dass die Listeriosefunde in hessischen Waren und ihre Listerioseerkrankungen etwas miteinander zu tun haben könnten. Das Robert-Koch-Institut hat die Behörden zu Jahresbeginn um Unterstützung bei der Identifikation der Quellen gebeten. Alle Behörden hätten sensibilisiert sein sollen. Hamburg und Baden-Württemberg waren es. Die Fachaufsicht im Hessischen Umweltministerium hat die Gefahren jedoch nicht erkannt. Sie hat im April geschlafen, und sie hat in den darauffolgenden Monaten mehrfach falsche Entscheidungen getroffen. Das ist der Punkt, den Frau Ministerin Hinz hier versucht zu kaschieren. Was macht die Fachaufsicht überhaupt, wenn sie Informationen über eine bundesweite Listeriose-Serie mit Todesfällen von März bis August, also über fünf Monate, nicht nachgibt und nicht weitergibt? Was macht die Fachaufsicht, wenn sie Meldungen aus Balingen, die die Firma Wilke als eine Quelle identifiziert, monatelang nicht überprüft und auch nicht auf die Idee kommt, nachzufragen, was denn da vor Ort passiert? Wäre im Umweltministerium auch nur der Verdacht aufgekommen, dass die Listeriosefunde in Hessen und die listeriöse Erkrankungen etwas miteinander zu tun haben könnten, hätte das Ministerium sofort handeln können und handeln müssen. Und da will ich das hier mal sehr deutlich sagen. Da fehlen keine Durchgriffsrechte, wie die Ministerin uns klarmachen will. Da fehlt Aufmerksamkeit, da fehlt Engagement, da fehlt Struktur und da fehlt Personal, meine Damen und Herren. Noch drastischer hat es der Verbraucherschutzminister Peter Haug auf den Punkt gebracht, und da möchte ich wieder wörtlich zitieren: Die Nichtreaktion der hessischen Behörden ist fahrlässig und hat Menschenleben aufs Spiel gesetzt. Das geht alleine auf die Kappe der Ministerin an dieser Stelle. Nachgewiesen wurden bis jetzt 37 Krankheitsfälle, drei davon mit Todesfolge. Obwohl der Ministerin die große Tragweite des Falls klar sein müsste, kann von umfassender Aufklärung nicht die Rede sein. Wie kann es sein, dass Nachfragen im Umweltausschuss eine Absurdität nach der anderen ans Licht befördern, die die Ministerin bei der Aufklärung ausgespart hat oder der sie nicht nachgegangen ist? Transparenz und Aufklärung ist das nicht, was wir in dem Ausschuss erlebt haben. Warum konnte im Ministerium denn nicht eins und eins zusammengezählt werden? Warum wurde der rechtzeitige Rückruf belasteter Wurst nicht angeordnet? Warum hat das Umweltministerium ein Veto gegen die Schließung der Firma Wilke eingelegt? Und warum letztendlich scheint die Ministerin es nicht zu interessieren, dass der Landkreis bis vor Kurzem für die Lebensmittelkontrolle zuständige Dezernent Friedrich Schäfer von der CDU auch Landwirt ist, der in der Zeit seiner Zuständigkeit Geschäftsbeziehungen genau zu dieser Firma Wilke hat? Alle diese Fragen werden in keiner Art und Weise mit dem jetzt vorgelegten Gesetz beantwortet oder gelöst oder irgendetwas in Zukunft verhindert. Meine Damen und Herren, wir fragen uns natürlich schon, wie es dazu kommen konnte,
dass Firma Wilke eine Risikoklasse niedriger eingestuft worden ist und die Kontrolldichte herabgesetzt wurde. Aus Versehen war die erste Antwort des Landkreises. Und als wir nachgefragt haben, wurde klar, dass dieses Versehen System hat, seit spätestens 2014. Und da fragen wir uns, warum lässt sich die Umweltministerin als Fachaufsicht so auf der Nase herumtanzen? Und warum, nachdem all das klar geworden ist oder hätte klar sein müssen, sie nicht die notwendigen Maßnahmen ergriffen hat, die rechtlichen Möglichkeiten, das hat die Anhörung deutlich gezeigt, bestehen, bestanden und werden auch weiter fortbestehen, unabhängig von diesem Gesetz. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle das, was wir sehr klar fordern in diesem Prozess. Wir fordern, dass zusätzliche Mittel für mehr und besser ausgestattetes Personal für die Lebensmittelüberwachung vor Ort eingesetzt wird. Wir fordern das Monitoring der kommunalen Lebensmittelaufsicht durch die Fachaufsicht. Das entsprechende Programm ist lange da. Es muss nur genutzt werden. Wir fordern die komplette Neuorganisation der Lebensmittelüberwachung in Hessen und einen Neustart des Gesetzgebungsverfahrens im kommenden Jahr. Und deshalb werden wir auch dem Antrag der FDP an dieser Stelle zustimmen, in dem es heißt oder die beantragen, dieses Gesetz auf ein Jahr zu befristen, damit wir dann sofort im Januar an die Arbeit gehen und all die Missstände, die hier deutlich geworden sind, dezidiert aufarbeiten und dann auch die notwendigen Konsequenzen daraus ziehen. Das, was hier heute vorgelegt ist, hilft nicht, solche Krisen zukünftig zu verhindern. Wir fordern aber auch, dass sich das Land Hessen im Bundesrat stark dafür macht, dass die Lebensmittelüberwachung durch den Bund nicht noch weiter herabgeschraubt wird, so wie es derzeit die Bundesministerin Julia Knöttner vorsieht. Und natürlich, wir fordern eine komplette Aufarbeitung des hessischen Behördenversagens, den wir erlebt haben. 37 Erkrankte, drei davon, die daran gestorben sind. Ich glaube nicht, dass wir mit dem Hin- und Herschieben von Verantwortung, so wie wir es erlebt haben in diesem Ausschuss, die Firma Wilke ist schuld, der einzelne Mitarbeiter ist schuld, der Landkreis ist schuld, das Regierungspräsidium ist schuld, die Ministerin ist schuld. Alle zeigen mit dem Finger auf den jeweils anderen. Aber ich glaube, nach diesen Vorfällen muss mehr passieren, als nur die Schuld jeweils anderen zuzuweisen. Deshalb, meine Damen und Herren, lassen Sie uns dieses Gesetz befristen, weil wir brauchen ein Gesetz. Das ist richtig. Aber lassen Sie uns das befristen und dann die Chance tatsächlich nutzen, ein komplettes Paket hier neu auf den Tisch zu legen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Nächste Rednerin für die Fraktion Die Freien Demokraten ist die Abg. Wiebke Knell. Nicht mehr nach Herrn Felstehausen sprechen. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Eines haben wir doch aus dem Fall Wilke alle gelernt. Es wird Zeit, dass wir uns dem Verbraucherschutz intensiver widmen, als es bisher üblich war. Aber das hier vorliegende Gesetz ist symptomatisch für die Verbraucherschutzpolitik einer Ministerin, die das Vertrauen der Menschen und auch das der Experten verloren hat. Das hat nämlich die umfangreiche Anhörung zu diesem Gesetz ausdrücklich bestätigt. Die Vertreter der Kommunen, der Lebensmittelkontrolleure und der Veterinäre alle sind gegen die vorgesehenen Regelungen. Und dabei kann man sicherlich unterschiedlicher Auffassung über die Frage sein, ob die vorgelegte Regelung jetzt sinnvoll ist oder nicht. Deutlich wurde aber, dass die Probleme bei der Lebensmittelkontrolle überall anders auch zu finden sind. Und das Weisungsrecht des Ministeriums gegenüber den Kommunen jedenfalls war und ist nicht das Problem, das die Experten dargelegt haben. Und das hätte auch nicht den Fall Wilke in irgendeiner Art und Weise verändert. Das jetzt hier zu beratende Gesetz, das ja vor Bekanntwerden des Falles Wilke in den Landtag eingebracht worden war, wurde plötzlich jetzt zum Feigenblatt einer nackten Ministerin, die in den 6 Jahren Amtszeit im Bereich Verbraucherschutz nichts, aber auch gar nichts vorzuweisen hat. Und das,
Das ging so weit, dass die Ministerin immer und immer wieder, auch bis zum Schluss, behauptet hat, dass sie im Fall Wilke mangels Weisungsrecht nicht hätte eingreifen können. Dabei wissen Sie ganz genau, dass diese Behauptung eben nicht stimmt. Und trotzdem haben Sie immer wieder versucht, sich hinter diesem Gesetz zu verstecken. Und dabei widersprechen Sie ja sich selbst, wenn Sie sagen, dass keine Weisung nötig war, weil ja der Kreis so kooperativ war und alles gemacht hat, was die Fachaufsicht verlangt hat. Die Ausflucht, dass der Kreis gegen eine Weisung ja hätte klagen können, ist für mich so absurd, dass sie gar keiner Würdigung bedarf. Weil welcher Landrat, der irgendwie noch alle Sinne beisammen hat, würde das denn tun? Niemand. Und in Wahrheit war es sogar noch dramatischer. Der Kreis hat ja dann sogar noch vorgeschlagen, den Betrieb zu schließen, und das RP und das Ministerium haben das dann verhindert. Und angesichts der Vorgänge bei Wilke und der Zustände in Ihrem Haus muss man sich ja ohnehin fragen, ob man überhaupt will, dass das Ministerium ein uneingeschränktes Weisungsrecht hat. Sie lassen mehrere Jahre die Stelle der Abteilungsleitung unbesetzt. Das zuständige Referat besteht aus zwei Leuten, die wahrscheinlich vollkommen überbelastet sind. Es ist Ihr Organisationschaos in Ihrem Haus. Es ist das Desinteresse einer Ministerin am Verbraucherschutz, das im Fall Wilke zur Gefahr für die Menschen geworden ist. Und damit uns das hier klar wird, das ist keine Kritik an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der zuständigen Abteilung. Die können ja nichts dafür. Die können ja nichts für die Ministerin. Es ist die Schwerpunktsetzung einer grünen Ministerin, der es wichtiger ist, dass das Referat Klimaschutz ohne Vollzugsaufgaben 5 Stellen hat, während in der Lebensmittelüberwachung in Urlaubszeiten nicht die E-Mails gelesen werden. Und im Fall Wilke sind ganz andere Fehler gemacht worden, und zwar bis in die Chefetage des Ministeriums. Und dieses hier vorliegende Gesetz hat jedenfalls nichts mit einer Verbesserung im Bereich der Lebensmittelkontrolle zu tun. Und was die Anhörung gezeigt hat, ist auch, dass die Kommunen für die Aufgaben der Lebensmittelkontrolle seit der Kommunalisierung vor fast 15 Jahren eine Pauschale bekommen haben, die überhaupt nicht ausreicht, um die Aufgaben im Auftrag des Landes zu vollziehen. Und dazu hat man bislang noch gar nichts von Ihnen gehört. Stattdessen werden jetzt E-Mail-Postfächer im Ministerium neu organisiert. Ja, wir begrüßen es, dass Sie es offenbar vorhaben, die E-Mails nun auch zu lesen, die an Sie gerichtet werden. Das ist ja auch schon mal was. Aber die grundlegenden Probleme gehen Sie doch nicht an. Ich habe die alle gelesen. Herr May, ich sage jetzt bisher nichts zu dem, was Sie gestern im Kreistag gesagt haben. Dann möchte ich Sie hier nicht bloßstellen. Ich sage es auch ganz offen. Wie schon, ja, der Herr May hat gestern auch im Kreistag in einem Radiointerview bei EDA Dampfradio gesagt, dass die Fehler im Ministerium gemacht wurden. Ja, doch, ist so. Beim EDA Dampfradio. Dass die Fehler gemacht wurden, klar, natürlich. Die Fehler sind in allen Bereichen gemacht worden. Im Landkreis, im RP, auf Ministerebene, ja, absolut. Aber das haben wir nie anders behauptet. Auf allen Ebenen wurden Fehler gemacht. So, aber jetzt sind wir hier im Landtag, und deswegen beschäftigen wir uns mal mit dem Ministerium. Und, ja. Und deswegen rate ich dazu, die Weihnachtsfeiertage vielleicht auch mal dazu zu nutzen, wie man ein Ministerium anders führen kann. Sind Sie an der richtigen Stelle? Was kann man anders tun? Wir brauchen in der nächsten Zeit jedenfalls eine grundlegende Debatte über die Frage, ob die Struktur der Lebensmittelüberwachung noch korrekt ist, ob nicht die größeren Betriebe, die nicht der Versorgung des jeweiligen Kreises nur dienen, nicht durch das Land oder in Kooperation mit dem Land kontrolliert werden sollen. Das wäre unsere Idee, die übrigens auch die CDU im Kreistag des Schwalm-Eder-Kreises letzte Woche in einem Antrag gestellt hat. Genau diese Forderung, die die FDP hier stellt, stellt die CDU im Landkreis Schwalm-Eder. Und das ist die Frage, die wir auch uns stellen müssen, weil es wird kaum möglich sein, jeden Imbiss von Wiesbaden natürlich zu kontrollieren. Es spielt auch immer die Rolle der Ortskenntnis. Die Ministerin
Natürlich, aber wenn Großmetzgereien wie Wilke, die 300 Tonnen Fleisch und Wurst in der Woche produzieren, sich in einem Kreis ansiedeln, die europaweit oder sogar weltweit ihre Produkte dann vertreiben, dann kann man den Kreis doch da nicht alleine lassen. Und hierüber wollen wir beraten. Wie kommen wir zu einer besseren Kooperation zwischen der Fachaufsicht und den Kreisen, und zwar gemeinsam und nicht im Alleingang? Das sind die Fragen, die wir uns stellen. Und das Weisungsrecht kann dabei eine Frage sein. Es ist aber bestimmt nicht die einzige Frage. Und deshalb haben wir auch unseren Änderungsantrag eingebracht. Denn es ist natürlich vollkommen kontraproduktiv, nun dieses Gesetz, was ja zeigt, dass es eben nicht ausreichend ist, um 10 Jahre zu verlängern. Und Sie haben offenbar... Sie haben offenbar die Hoffnung, dass das Thema dann wieder verschwindet und Sie wieder wie in den letzten 6 Jahren dann Ihre grünen Lieblingsthemen spielen können. Oder Sie können sich in Ihrer Koalition vielleicht nicht einigen, und auf der Strecke bleiben dann die Menschen, die sich nicht auf eine effiziente Lebensmittelkontrolle verlassen können. Nein, wir wollen uns wirklich diesem Thema weiter widmen. Und dafür müssen wir natürlich auch den Druck im Kessel halten, weil ansonsten werden Sie sich daraus flüchten. Und das erreichen wir sehr gut durch unseren vorgeschlagenen Antrag. Wir wollen die Befristung des Gesetzes auf 2 Jahre verkürzen. Ich denke, das ist ausreichend Zeit, sich intensiv dann im Jahr 2020 zu beraten und schlau zu machen und dann ein Gesetzgebungsverfahren unter großer Beteiligung bis Ende 2021 zu vollziehen. Ich denke, der Vorschlag der SPD mit einem Jahr, das erscheint uns ein bisschen kurz, denn allein die Gesetzesberatung dauert ja wahrscheinlich mehr als ein halbes Jahr. Und wenn wir wirklich einen großen Wurf erreichen wollen, dann sollten wir uns auch ausreichend Zeit nehmen. Und ich denke, das sind wir auch den Opfern dieses Skandals, aber auch den Lebensmittelkontrolleuren und Veterinären vor Ort schuldig. Und eins ist klar, drücken Sie heute hier mit Ihrer knappen Mehrheit das Gesetz durch, dann ist das ein Misstrauensvotum gegen Ihre Landräte und ein Zeichen dafür, dass Sie alles so belassen wollen, wie es ist. Foodwatch nennt das sogar eine Drohung. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ich bitte Sie darum, dass Sie unserem Änderungsantrag zustimmen. Dann haben wir alle die Gelegenheit, mehr für die Verbraucherinnen und Verbraucher zu tun, als es jetzt der Fall ist. Und Frau Ministerin kann dann endlich auch den Job als Verbraucherschutzministerin ausfüllen. Und wenn Sie das nicht tun wollen, suchen Sie sich bitte einen anderen. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Knell. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Abg. Schenk. Herr Präsident, werte Gäste, liebe Besucher! Heute haben wir eine Reihe von wichtigen Anträgen und Gesetzen diskutiert. In dem hier angesprochenen Fall geht es aber um die Gesundheit und sogar das Leben der Menschen. Verfehlungen und Konsequenzen für die handelnden und verantwortlichen Politiker müssen also viel strenger angesprochen und darüber entschieden werden. Danke schön. Und seien es Ministerinnen. Und nun zum Gesetzentwurf. Nicht hinnehmbar sind die Vorgänge in der Wilke-Wurst-Fabrik selbst. Derart kontaminierte Fleisch- und Wurstwaren hätten nicht in den Verkehr gelangen dürfen. Dass dies über längere Zeit dennoch geschah, lag nicht nur an einzelnen Kontrolleuren vor Ort, sondern entscheidend, wie die Anhörung ergab, am Fehlen einer Kontrolle und Organisationsstruktur im Ministerium mit entsprechender Überwachung und fehlender Risikobewertung. Dies ist der eigentliche Skandal. Hier ist der Verbraucherschutz und die Lebensmittelüberwachung unter die Räder gekommen. Folge war, Die Folge war ein Totalversagen und Ahnungslosigkeit
von den Vorgängen im Ministerium von Ministerin Hinz. Dort liegt die eigentliche Verantwortung. Das beste Gesetz nützt aber nichts, wenn der Vollzug mangelhaft ist. So liegt der Fall hier beim Gesetz zum Vollzug von Aufgaben auf den Gebieten des Veterinärwesens und der Lebensmittelüberwachung. Das Gesetz hätte sich bewährt, behaupten die Koalitionäre CDU und GRÜNE. Die Toten und Verletzten hätte es nicht geben dürfen, wenn auch der Vollzug ordnungsgemäß gewesen wäre. Bei der öffentlichen Anhörung am 27.11. im ULA kam Ihr Versagen, Frau Ministerin, und Ihre Verantwortlichkeit klar zur Sprache. Ebenso deutlich war die Ablehnung Ihres Antrags auf Änderung des hier in Diskussion stehenden Gesetzes. Die öffentliche Anhörung hat aber nicht nur Ihr Versagen aufgezeigt, sondern von Expertenseite für eine Neuordnung der Lebensmittelkontrolle geworben. Kommen wir zunächst zu der fast einhelligen Kritik der Experten. Die Notwendigkeit einer Gesetzesänderung wird von den meisten nicht für erforderlich gehalten, da auch die gegenwärtige Gesetzeslage das Eingreifen bzw. eine Übernahme des Falles gestattet hätte. So hat sich z.B. die Verbraucherzentrale Hessen e.V. geäußert und der Landesverband der Amtstierärztinnen und Amtstierärzte Hessen e.V. Er bemängelt außerdem die finanzielle Ausstattung der Veterinärämter, die für eine geplante Gesetzesänderung keinen Lösungsansatz aufzeige. Der Handelsverband Hessen bemängelt eine qualitativ und quantitativ uneinheitliche Kontrollstruktur und unklare Zuständigkeiten. Die Kommunikation der Zuständigen wird als unzureichend eingestuft. Ein weiteres: Der Verband der Lebensmittelkontrolleure im Land Hessen e.V. hält die Streichung von § 2 Absatz 2 nicht für nicht nachvollziehbar und am Problem vorbeigehend. Foodwatch e.V. schlägt statt oberflächlicher Scheinverbesserungen die Gründung einer Hessischen Landesanstalt für Lebensmittelüberwachung vor, unabhängig von politischem Einfluss. Es wurde auch die Idee einer Hygieneampel aufgezeigt, die sichtbar für Kunden als eine Art Positivwerbung für den Lebensmittelproduzenten steht, ein System, das es in Dänemark auch gibt. Ein Überdenken des Verbraucherschutzes wollte man sich offensichtlich, und dafür wollte man sich offensichtlich nicht die Zeit nehmen. Man hat die Formel notwendige Verlängerung des Gesetzes mit einer überhasteten Änderung zusammengepackt, letztendlich um vom eigenen Versagen im Fall Wildke abzulenken. Skandalös ist auch der Umgang mit den Landkreisen und in den Landkreisen arbeitenden Veterinären und Lebensmittelkontrolleuren. Eine pauschale Schelde ist nicht gerechtfertigt. Sie demotiviert, verhindert Engagement und Einsatzbereitschaft. Es zeigt nicht nur eklatante Schwächen in der Personalführung auf, es ist das schwarze Peterspiel, das Frau Ministerin Hinz von Beginn an bis heute gespielt hat. Eine Ministerin von Format stellt sich vor gute Mitarbeiter. Bleibt. Das hat sie nicht gemacht. Das wissen Sie ganz genau. Was bleibt, ist eine Ministerin Hinz, die trotz offenkundiger Überforderung ihren Stuhl nicht räumt und damit die in so einer Position eigentlich als selbstverständlich vorausgesetzte Übernahme von Verantwortung vermissen lässt. Ich zitiere da einfach einmal Wikipedia. Verantwortung ist im Allgemeinen die freiwillige Übernahme der Verpflichtung, für die möglichen Folgen einer Handlung einzustehen und gegebenenfalls dafür Rechenschaft abzulegen oder Strafen zu akzeptieren. Sie setzt Verantwortungsgefühl und Bewusstsein, ein Gewissen sowie die Kenntnis der Wertvorstellungen, rechtlichen Vorschriften und sozialen Normen voraus. Da stelle ich die Frage: Hat der Rückhalt für diese Ministerin etwas zu tun
mit der Erschütterung, die eine konsequente Haltung für eine Einstimmenkoalition zur Folge hätte. Das ist ganz offensichtlich nicht der Fall. Wir werden dem Gesetzesantrag oder der Änderung der FDP zustimmen. Im Übrigen bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.